Wollt ihr bei uns rasten, edler Herr Reiter? Herr Burgvogt. Was macht ihr auf dem Boden? Ist euch nicht gut? Hier knie ich und will niemalen mich wieder erheben, wackerer Ritter, bis ihr mir in eurer Güte die Gunst gewährt, mich am morgigen Tag zum Ritter zu schlagen. Ich? Euch? Ja, in dieser Nacht will ich in der Kapelle eurer Burg über meine Waffen wachen, wie es Ritterbrauch ist. Und wird es hell, so soll sich besagter Herzenswunsch erfüllen. Der Wirt hatte bereits Verdacht geschöpft, dass bei seinem Gast der Verstand ausgeflogen war. Und um in der Nacht ein wenig Spaß zu haben, versicherte er ihm, dass er alle fahrenden Ritter aufnehme. Allerdings gibt es in meiner Burg momentan keine Kapelle, doch ich kann euch meinen Burghof für die Nachtwache zur Verfügung stellen. Und am nächsten Morgen werdet ihr dann gründlich zum Ritter geschlagen. Wie noch kein zweiter auf der Welt. Ich danke euch, Herr Ritter. Ihr habt da noch Geld dabei. Aber woher? Oder? Nicht einen Blechling. In keiner Geschichte von fahrenden Rittern steht, dass sie Münzen mit sich geführt hätten. Na, da täuscht ihr euch aber. Ihr könnt sicher sein, dass die fahrenden Ritter allesamt mit prallen Geldtaschen loszogen. Und ihre Knappen führten in ihrem Knappsack auch noch so allerhand mit sich, zum Beispiel Fischerhemden. Oh weh, gleich nach meinem Ritterschlag will ich nach Hause eilen und aufs Wort beherzigen, was ihr mir empfehlt, Herr Burgvogt.